Eine Gruppe von Webtools, welche ich ziemlich oft verwende, sind die Dateikonverter. Ihr wisst, dass zum Beispiel ein Bild in verschiedenen Formaten vorhanden sein kann. Es gibt PNG, JPEG, TIFF und noch viele mehr. Es gibt Situationen, in welche ihr Dateiformate in andere umwandeln müsst. Zum Beispiel möchte ich ein TIFF-Bild in ein Office-Programm laden. Leider kann ich dies seit 2011 nicht mehr. Nun muss ich die Datei in ein JPEG, in ein JPEG-Format umwandeln. Dafür kann ich auf die Suchmaschine meiner Wahl, bei mir wäre das zum Beispiel duckduckgo.com, eingeben, den Namen des vorhandenen Formates, heißt TIFF, mit einem TO oder TO und der Name der Zieldatei oder des Zielformates. Dies wäre zum Beispiel JPEG. Diese Vorgehensweise kann man mit allen Dateiformaten machen. Man muss einfach beachten, dass nicht alle ineinander umwandelbar sind. Ich persönlich verwende die Seite Convertio ziemlich oft. Dabei kann ich meine Datei entweder durch den Explorer oder mittels Drag and Drop Methode heraufladen. Nun könnt ihr die Zieldatei oder das Zielformat auswählen, JPEG und JPG sind die gleichen Formate, das heißt, dies passt so. Und ihr drückt einfach auf Konvertieren. Diese wird dann umgewandelt und wenige Sekunden später ist sie zum Download bereit. Beim Download wird die Datei wie üblich in eurem Download-Ordner mit dem gewünschten Format umgewandelt.